Hallihallo meine Lieben, hier ist die Coco. Hallihallo meine Lieben, hier ist die Coco. Ja, sorry, ich bin gerade ungeschminkt. Ich sehe gerade ein bisschen schlimm aus. Heute ist der Christi Himmelfahrt. Da war ich gestern mit meinen Mädels in der Disco ein bisschen feiern und bin halt dementsprechend auch ein bisschen verkatert und ja auch ein bisschen heiser. Und nicht wundern, wieso ich so fertig aussehe. Ja, mein heutiges Thema ist psychische Veränderung. Zum Thema Transsexualität. Also ich denke, die Frage bezieht sich eigentlich eher, weil wenn ihr Hormone nehmt, verändert ihr euch auch sehr psychisch. Und dazu kann ich halt nicht so viel sagen, weil ich nehme momentan ja keine Hormone. Ich kriege die erst nächste Woche, es kommen die erst in der Apotheke an und ja, deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Aber deswegen habe ich gedacht, ich spreche mal darüber, wie ich mich so psychisch befreit gefühlt habe nach meinem Outing. Also bei mir war es so, ich habe mich eigentlich schon immer als Mädchen gesehen. Mit 5 Jahren habe ich auch definitiv gesagt, später mal ein Mädchen sein werden will. Aber ich habe mich dann doch versucht anzupassen, aber es hat wirklich nicht geklappt bei mir, weil ich war immer weiblich, also ist einfach so. Und mit 14 Jahren habe ich dann halt so schwul im Fernsehen gesehen. Und ich habe mich auch nur zu Jungs körperlich hingezogen gefühlt. Und da habe ich gedacht, das bin doch ich, weil der hat sich auch ganz stark geschminkt und hat auch auf Jungs gestanden und hat sich auch für Pink interessiert. Da habe ich gedacht, der ist ja genauso wie ich, also muss ich wohl schwul sein. Dann habe ich aber so mit 16 mich angefangen, auch heimlich manchmal als Frau zu verkleiden und habe auch Fotos davon gemacht. Und da kam ja auch so in den Sinn, dass ich eigentlich lieber eine Frau sein möchte. Mit 17 habe ich dann den Schluss auch entfasst, so, jetzt willst du den letzten Schritt gehen, aber dafür brauchte ich ja neue Kleidung, neue Schuhe und bla 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 und ich wollte es halt gleich richtig machen, deswegen habe ich Geld gespart und dann ein bisschen darauf gewartet. Und als ich dann genügend Geld beisammen hatte, habe ich mir alles gekauft, in Schuhe, Kleidung, Haare und so weiter und so weiter und hab da meiner Mutter 3 Monate vorher schon mit ihr darüber geredet und dann hab ich angezogen und gesagt, so, ich bin die Coco, ich bin eine Frau, mal eine Gewissenschance von euch und so ist das eben. Ja, nach diesem Outing, also ich fühle mich einfach total befreit. Ich meine, psychische Veränderung kann ich jetzt nicht so direkt sagen, weil ich war immer total weiblich in all meinen Charakterwesenszügen. Aber ich fühle mich einfach freier, ich fühle mich besser, ich fühle mich sexier, ich fühle mich, keine Ahnung, ich bin selbstbewusster, ich bin einfach viel glücklicher. Ich sehe einfach in den Spiegel und sehe das, was ich unbedingt sein möchte. Ja, also ich fühle mich total glücklich und es ist einfach so befreiend, so wie jetzt werden so Ketten von dir genommen, finde ich, total. Einfach klasse Gefühl. Und ja, vielleicht könnte ich das als psychische Veränderung ja sagen, dass ich mich einfach freier fühle. Aber ansonsten nicht viel. Ich denke, wie gesagt, ich habe mich schon immer total weiblich verhalten. Ich kann auch eine richtige Zicke sein. Ja. Aber wirklich nur, wenn es drauf ankommt. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt oder so, schreibt es mir gerade unten in die Box. Und ansonsten Bussi, meine Lieben.